Um zukunftsfähig zu sein, braucht es Positionierung und Kompetenz in der Werkstatt. Gerade bei den modernen Themen wie Elektromobilität oder Hybridisierung. Dazu sind wir heute bei Napoli, einem langjährigen Geschäftspartner von uns. So, jetzt sind wir hier in der Werkstatt bei Carlo Napoli in Weiterstadt. Der Carlo ist mit seinem Betrieb ein langjähriger Geschäftspartner von uns. Er ist ein AT-Bremsensender seit vielen Jahren, er ist Expertenkreisteilnehmer. Wir haben die modernen Themen immer diskutiert, Carlo. Und du bist ganz früh auch in das Thema Elektromobilität eingestiegen. Jawohl, er hat sich dafür entschieden, hat seine Mitarbeiter aufgeschlaut, hat die Trainings besucht, hat sich akkreditieren lassen. Und ganz wichtig, er hat ein wunderschönes eigenes Geschäftsmodell, was er uns jetzt gleich zeigt. Carlo. Ja, machen wir uns nichts vor. Elektromobilität ist ein Riesenthema, an dem heute niemand mehr vorbeikommt. Ja, es gibt seit über 10 Jahren E-Mobilität. Aber mittlerweile, gerade auch durch die staatlichen Förderungen, zieht das Thema enorm an. Und jetzt braucht es genau die Werkstätten, die das Thema auch bedienen können. Wir brauchen die Positionierung, wir brauchen die Kompetenz in der Werkstatt. Ja, wir haben auch hybride Fahrzeuge, die in zweiter Hand sind, die gewartet werden müssen. Es ist ein riesen neues Geschäftsfeld. Und dazu braucht es eben auch Kompetenz in der Werkstatt, bei den Mitarbeitern, Ausbildung, Training, Ausstattung, Erfüllen der gesetzlichen Mindestanforderungen, all das ist wichtig. Nur dann bin ich ein kompetenter Partner und werde in Zukunft dieses Geschäftsfeld erfolgreich bedienen können. Und was ganz wichtig ist, weniger als 10% der Werkstätten bedienen dieses Thema heute. Es ist eine Riesenchance. Ja, ihr habt euch für Elektromobilität entschieden. Das ist genau der richtige Weg. Und jetzt geht es darum, Kompetenzen aufzubauen. Ihr müsst euren Kunden beraten, ihr müsst die Bedarfe ermitteln. Ganz wichtig, es geht hier gar nicht um das, was wir wollen. Es geht um die Bedürfnisse der Kunden. Und hier brauchen wir die Kompetenz und wir müssen auch das Vertrauen der Kunden haben, dass wir das auch alles können. Fragt die Kunden einfach ab, was habt ihr für Bedürfnisse? Fahrt ihr Langstrecke, fahrt ihr Kurzstrecke, habt ihr Platzbedarfe? Könnt ihr laden, gibt es Infrastruktur? All die Themen müssen beantwortet werden. Nur dann können wir ein wirklich gutes Angebot für den Kunden machen, damit der Kunde genau das bekommt, was er braucht und weiter Vertrauen zu euch hat und auch mit seinen Autos zu euch in die Werkstatt kommt. Wir haben eine Checkliste vorbereitet für euch, anhand der ihr die Kundenbedürfnisse konkret abfragen könnt und dann zu einem personalisierten Ergebnis kommt. Ja, wo bekommt ihr die Kompetenz her, die ihr braucht für die neuen Technologien? Wir sind als Continental einer der größten Automobilzulieferer. Wir entwickeln die Systeme für die Fahrzeughersteller. Wir haben die Kompetenz. Und wir haben schon vor vielen Jahren erkannt, dass es ganz wichtig ist, diese Kompetenz 1:1 auch in die Werkstätten zu transportieren. Wir haben vor über 20 Jahren begonnen mit konventionellen Trainings. Bremse, Elektrik, Elektronik, die Basics. Wir haben viele neue Themen gesehen in den letzten Jahrzehnten in den Werkstätten und diese auch immer begleitet. Das heißt, wir sind der kompetente Ansprechpartner, wenn es darum geht, Know-how zur Verfügung zu stellen für die Werkstatt. Auch im Hochvoltbereich haben wir vor bereits 10 Jahren gestartet. Vor 10 Jahren war Hochvolt noch Nische, das war überhaupt noch kein Geschäft. Aber wir haben damals schon erkannt, dass es wichtig ist, die Werkstätten auf einem guten Niveau zu halten und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen immer zu erfüllen. Deshalb kommt zu uns, holt euch bei uns im Trainingscenter das Know-how, was ihr braucht. Wir stellen es euch gerne zur Verfügung. Das sichert die Zukunft. Ja, wisst ihr, ich bin schon über 30 Jahre in dem Geschäft unterwegs und habe mir weltweit mehr als 5000 Werkstätten angeschaut. Und wir schauen immer, was machen die Besten und lernen. Und genau das ist die Erfahrung und das ist das Know-how, was wir dann komprimiert an euch weitergeben. Das ist der Vorteil von Continental. Unser Blick ist halt ein bisschen größer. Nutzt die Chance, holt euch all das ab, was ihr braucht. Ja, was braucht es in der Werkstatt, in den Unternehmen? Zum einen muss ich als Unternehmer ja meinen Unternehmerpflichten nachkommen. Das heißt, ich muss mich um Gefährdungsbeurteilungen kümmern, muss mich darum kümmern, dass meinen Mitarbeitern nichts passiert. Das heißt, ich muss heute aktuellste Informationen haben, muss immer auf all das vorbereitet sein, was kommen könnte, um dann entsprechend die Mitarbeiter an den einzelnen Arbeiten arbeiten zu lassen. Im Hochvoltbereich bedeutet das, es gibt 3 Zertifizierungsstufen. Es gibt eine Stufe 1. Jawohl, die muss ich auf jeden Fall haben, damit ich zumindest erkenne, es ist ein Hochvoltfahrzeug und weiß, was ich im Zweifelsfall darf oder eben auch nicht darf. Die 2. Stufe befähigt mich dann schon als Unternehmer, Mitarbeiter weiterzubilden, nämlich in Stufe 1 und natürlich dann auch Aufgaben entsprechend einzuteilen. Also ich kann als Unternehmer mit Stufe 2 delegieren und kann überwachen und kann die Arbeiten entsprechend ausführen lassen. In der 3er Stufe kann ich dann auch direkt an Hochvoltfahrzeugen arbeiten, nämlich unter Spannung.
Das sind die drei Stufen, die wir heute haben. All diese Themen werden bei uns ausgebildet, alle auch in einem Praxisteil, weil es muss tatsächlich einmal erfahren werden am Auto. Ganz wichtig, ihr müsst es mal angefasst haben, dass man weiß, um was es geht. Gemeinsam mit dem ZTK haben wir diese Themen nach vorne gebracht und trainieren auch unter gleichen Voraussetzungen und mit gleichen Richtlinien. Wir sind akkreditiert vom ZTK und wir befähigen die Werkstätten eben dann auch im Rahmen dieser Akkreditierung ihren Pflichten nachzukommen. Ja, mein Lieber, jetzt stehen wir hier in der Werkstatt am offenen Herzen, Elektromobilität. Du bist eingestiegen. Jetzt erzähl uns doch mal, warum und wie. Ja, 10 Jahre ist es her. Da habe ich den HV1 gemacht bei Conti in Frankfurt, dass wir überhaupt Elektrofahrzeuge machen durften. Das war für meinen Betrieb wichtig, dass wir uns weiterbilden, auch in der Werkstatt, Mitarbeiter. Später kam dann Street Scooter, Außendienstler zu mir und hat mich darauf angesprochen, ob ich nicht Fahrzeuge reparieren möchte. Ich war schon, ja, super, was brauchen wir? Brauchst du einen HV2, also einen Hochvoltschein der Stufe 2. Haben wir auch gemacht, sehr erfolgreich. Mir macht das Ganze auch Spaß. Ja. Ganz wichtig, es muss ja ein bisschen Spaß machen, das Geschäft. Und jetzt geht es ja weiter in der Stufe 3, weil jetzt sehen wir hier offene Batterie. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du Hochvolt 3 haben musst, um an Batterie arbeiten zu dürfen, unter Spannung, ja, weil ansonsten geht es nicht. Klar, aber das sind ja genau die Geschäftsmodelle. Ich meine jetzt hier, du hast erst nur angefangen mit, was darf ich, dann was kann ich und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt repariere ich, jetzt setze ich in Stand, jetzt habe ich ein neues Geschäftsfeld und es ist ja auch letztendlich ein Thema der Zukunftsfähigkeit. Richtig, am Anfang war das ein Nebengeschäft, mittlerweile ist es mit zum Hauptgeschäft geworden. Hätte ich nicht geglaubt, aber es ist so. Da bist du einer der wenigen, die ganz vorne mit dabei sind, die auch rechtzeitig gestartet sind? Ja. Konventionell und Elektromobilität, momentan der Weg und es wird sich halt in diese Richtung drehen. Also, was haben wir gemacht gerade? Alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Elektromobilität, die Chance heute. Weniger als 10% unserer Kollegen sind heute positioniert in diesem Thema. Kommt zu uns, holt euch die Informationen. Continental ist der richtige Partner. Gemeinsam sind wir besser.